Herzlich willkommen auf dem Fox Rage Kanal und herzlich willkommen zu meinen neuen Deadbait Folgen. Ihr begleitet mich jetzt diesen Winter über mehrere Folgen in verschiedene Situationen und verschiedene Wetterverhältnisse. Ich werde jetzt gleich, weil das Wetter es einfach zulässt, es ist zwar immer noch warm, aber ich werde euch jetzt gleich eine Segelpose montieren, sodass wir den Wind nutzen können, hier eventuell den einen oder anderen Hecht doch noch an die Route zu locken. Denn es war in den vergangenen Tagen so, es war einfach viel zu warm. Wir haben Fische lokalisieren können auf unserem Echolot. Wir haben auch versucht, sie zum Biss zu animieren. Da hat der Kunstköderangler jetzt natürlich wesentliche Vorteile gegenüber uns Deadbaitern, weil es ist einfach noch nicht kalt genug. Wir versuchen trotzdem alles und verschiedene Montagen werden uns eventuell doch zum Fisch führen. Seid gespannt. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. So, als erstes montiere ich jetzt einen unserer Floatstops. Die gibt es in Rot und in Schwarz. Farbe ist eigentlich völlig egal, das ist Geschmackssache. Den schiebe ich mir, so eine Flügelspannweite ist ungefähr 1,80 Meter. Ich will jetzt in 3,5 Meter fischen. 2 plus Vorfach passt. Dann fädle ich mir eine Stopperperle auf. Und dann nehme ich einen von unseren Quick Change Swiveln, an dem ich nachher die Pose montiere. In dem Fall. Aber weil wir mit schwimmender geflochtenen angeln, brauche ich den nicht. Und zwar ist es da sinnvoll, dass ihr eine Pose nehmt, eine Durchlaufpose. Die Stubbies gibt es ja als Swivel-Version und so als Durchlaufversion. Weil das Schöne daran ist, so ist die Schnur immer oberhalb der Wasseroberfläche. Der Wind kann nochmal in die Schnur greifen und bringt unsere Pose noch schneller ans Ziel. Unter die Pose montieren wir noch eine Stopperperle und der Stopperperle folgt noch ein Floatstop. Somit können wir mit dem zweiten Floatstop die Pose wegbringen vom eigentlichen Vorfach, sodass sie sich beim Wurf nachher nicht verheddert. Auf unsere Schnellwechselbleie, die übrigens aus Messing sind und nicht aus Blei, könnt ihr euch hundertprozentig verlassen. Das heißt, wenn auf der Pose 25 Gramm steht, dann solltet ihr einen 25 Gramm Quick Change Weight nehmen. Wie alle unsere Wechselbleie könnt ihr die nach dem Fischen auch demontieren. Ich zeige mal jetzt die Montage. Der Silikonschlauch hier dient uns nachher dazu, den Schnellwechselwirbel aufzunehmen und zu verhindern, dass das Gewicht von der Schnur fällt. So ist das montiert als Durchlauf. Dann nehmen wir unseren Schnellwechselwirbel, montieren den auf der Schnur. Überstehende Ende gleich sauber abgeschnitten. Und dann lasst ihr das Schnellwechselblei einfach zum Wirbel fallen und zieht den Wirbel hier sauber in den Tube. So könnt ihr dann nachher sauber euer Vorfach einhängen. So, Tiefe haben wir eingestellt, bebleit haben wir die Schnur auch. Dann kann es jetzt gleich losgehen. Ich hatte ja beim letzten Mal gesagt, natürliche Nahrung ist kein guter Köder. Ich habe hier jetzt was Besonderes und zwar habe ich mir Rotaugen aus dem Brackwasser kommen lassen. Hier seht ihr noch ein paar Algen. Montiert habe ich das Ganze einfach mit einem großen Einzelhaken. Dann unseren Semi-Barbed-Hook. Ihr könnt den hier im Brustflossenstrahl gut platzieren. Weil es noch sehr gefroren ist, das Rotauge, werde ich da auch noch mal ein Baitband montieren. Aber wenn der erste Wurf gemacht ist, sollte das eigentlich halten. Ihr seht, um den Einzelhaken habe ich auch ein Baitband gelegt. Ist jetzt ein großer Circle-Hook. Den habe ich jetzt unter die Gräte eingeführt, sodass der Fisch wirklich natürlich mit dem Kopf nach unten präsentiert wird. Jetzt seht ihr auch, warum ich den unteren Stopper montiert habe. Und zwar möchte ich verhindern, dass beim Wurf der Fisch über die Pose gerät. Das heißt, ich schiebe den unteren Stopper so weit hoch, dass mein Köder gar nicht in Nähe der Pose kommen kann. So seid ihr immer safe beim Wurf. Let the wind do the rest. So, die zweite Alternative, um eventuell noch Hechte bei warmen Temperaturen mit Deadbait zu fangen, ist unser 49-fädiges Heli Rotary Uptrace. Und wie man das montiert, das zeige ich euch jetzt. Als erstes ziehen wir wieder einen Floatstop, diesmal auf unsere monophile Schnur. Dem folgt dann ein Subfloat in L. Und jetzt können wir unser Uptrace montieren. Warum Uptrace?
Uptrace bedeutet eigentlich das Stahlvorfach über dem eigentlichen Vorfach und soll verhindern, da wir ja hier praktisch mit einer statischen Säule fischen. Das heißt, das Subfloat hier hält unseren Köderfisch vom Grund weg. Ihr habt auch hier bei uns in jeder Verpackung eine kleine Beschreibung, wie das montiert wird. Ihr müsst euch vorstellen, dieses Subfloat hält praktisch meine Schnur nach oben. Hier ist das Uptrace. Und hier montiere ich mein Stahlvorfach. Das hat eine Besonderheit. Das Stahlvorfach ist erstmal kürzer als gewohnt. Und ich habe hier nur einen Schnellwechselwirbel montiert, mit dem ich das einhängen kann und entsprechend covern. So wird das Ganze montiert, dreht sich schön frei. Jetzt haben wir hier aber noch einen Wirbel. Und da benutze ich einfach irgendwelche Schnur, möglichst nicht zu stark. Ich habe jetzt hier eine 25er, wo ich meinen Blei befestige. Und mit dem Vorfach hier, mit dieser Schnur, bestimmt ihr praktisch, wie weit der Köderfisch vom Grund wegsteht. Das heißt, ich möchte jetzt eventuell Fische zum Biss reizen, die im Freiwasser schwimmen, weil wir haben gerade auf dem Echolot gesehen mit dem Futterboot, es liegt kaum Fisch am Grund, also die sind schon aktiv. Und deshalb versuchen wir jetzt, sag mal gut, 1,80 Meter vom Grund unseren Köderfisch zu präsentieren. Jetzt nehme ich hier wieder meine üblichen 1,80 Meter. Und das könnt ihr jetzt einfach hier, da braucht ihr kein Cover, kein Tube, kein nichts, am unteren Wirbel befestigen. So, und am anderen Ende befestigt ihr einfach ein Blei. Damit ihr verhindert, dass bei einem Biss sich das Blei irgendwo festsetzen kann, gehe ich noch immer hin und mache möglichst nah am Blei so ein, zwei Sollbruchstellen. Wenn es dann zum Abriss kommt, dass möglichst wenig Schnur im Wasser verbleibt, möglichst nah am Blei hier, dass wenn das Blei sich festsetzt, wollen wir ja nicht, dass der Fisch sich nicht befreien kann und dann kann das hier auf jeden Fall gesprengt werden. Und jetzt nehme ich wieder hier meine Brackwasserrotaugen und der hintere Drilling wird am Kopf montiert. Der vordere Drilling in die Flanke. Immer darauf achten, dass ihr die Widerhaken in den Fisch drückt. So sieht das Ganze dann aus. Und wenn jetzt der Hecht den Köderfisch genommen hat, mit unserem Köderfisch aufwärts schwimmt, seht ihr, wofür das Uptrace gut ist. Er kann mit dem Maul ruhig die Schnur einfangen, denn es ist Stahl. Somit sind wir da auf der sicheren Seite. Und unten seht ihr hier mein Blei, was auf Grund liegt. Und dann steht das Ganze durch das Subfloat, wie so ein Paternoster, am Grund. So, Spotwechsel. Wir wollten heute eigentlich wieder an mein Hausgewässer, aber es war den ganzen Tag Regen gemeldet, sodass wir nicht filmen konnten. Und jetzt haben wir die Mühe auf uns genommen, sind 2 Stunden in das Nachbarland rein. Und hier bester Sonnenschein, bestes Wetter, neuer Spot, neues Glück. Da es sich hierbei um einen relativ strukturlosen Verbindungskanal handelt, angeln wir heute ausschließlich mit den Ledger Stems auf Grund, sodass wir nicht wirklich darauf angewiesen sind, das Futterboot einzusetzen oder irgendwelche Kanten zu finden. Das Wetter war auf unserer Seite, sodass wir nach kurzer Zeit schon einen Biss erhielten. Der Hecht nahm die Sardine am Grund. Und hier sieht man, wie die Waterwolf oder das Gewicht der Waterwolf den Fisch am Wegschwimmen hindert. Jetzt hat er die Sardine komplett im Maul, wie man hier schön sehen kann, und schwimmt einfach davon. Als wenn ihm das Gewicht der Waterwolf überhaupt nicht interessiert. Richtig guter Fisch, was hier nachher in den Szenen beim Anschlag oder nach dem Anschlag von mir auch hören werdet. Jetzt wechselt er nochmal die Richtung. Jetzt sollte gleich der Anschlag erfolgen. Wieder mit dem Waterwolf. Er öffnet das Maul und weg. Ab! Ja. Das war eine Kanone. Abgebissen. Der Drilling hat nicht gesessen. Ich wollte den jetzt aber nicht mit der Kamera so weit laufen lassen. Auch nach so vielen Jahren noch, ne? Adrenalin pur. Siehst du da, wo das Baitband gesessen hat, ne? Hat er den Fisch abgerissen. Der hat mal eben, ihr kennt das vielleicht aus eigener Erfahrung, wenn man so einkurbelt und dann vor so eine Wand kloppt und es sich nichts bewegt. Und genau das Gefühl hatte ich gerade. Also es war ein richtig guter Fisch. Naja, wir geben nicht auf. Aber ihr seht auch hier alles Barbless. Aber ihr seht schon, dass ich den Drilling jetzt
wo es noch nicht ganz so kalt ist, ziemlich in der Mitte lasse, nicht in Kopfnähe bringe. Jetzt haben wir den Fisch zwar verloren, gut, aber der hat nicht viel gemerkt. Hat jetzt ein Stück Sardine im Magen und alles gut. Wir werden auf jeden Fall weitermachen. Das gibt's doch nicht. Also der Fisch war voll im Flow. Man sieht hier auch die Spuren. Naja, schön ausgeschlitzt. Ja, das ist das Problem beim Deadbaiten. Also wir haben es ja jetzt richtig warm. Wir haben jetzt den zweiten Fisch nicht gehakt. Jetzt mache ich mir allmählich Gedanken, natürlich länger zu warten. Aber es ist immer noch so, ich verliere lieber einen Fisch, als dass der Haken nachher im Schlund sitzt, obwohl wir barbless fischen. Naja, wir können nur hoffen, dass wir noch einen Biss bekommen und dass der dann sitzt. Jetzt geben wir ihm mal ein bisschen mehr Zeit zu fressen. Der müsste eigentlich sitzen. Aber ihr habt gesehen, diese, ja, ich weiß nicht, ob es eine Minute war, aber dieses kurze Mehrwarten, das habe ich auch ehrlich gesagt in der Schnur gemerkt. Der Fisch wurde aggressiver. Er hat die Schnur wirklich richtig runtergespult. Ja, und dann daran merkt man meist, dass er anfängt zu schlucken. Aber hat ja geklappt. Ne? Zwei Versuche hatten wir vorher Vorlauf. Und jetzt schauen wir uns gleich mal an, wo der gesessen hat. Ob wir mit dem Haken alles richtig gemacht haben. Hoppa. So, ganz wichtig, immer den Eimer Wasser parat. Aber ich kann euch sagen, ich fische ja jetzt auf kurze Distanz. Das heißt, ich habe die Mono drauf. Das ist schon ein Unterschied. Es hat auf jeden Fall mehr Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Na, liegst du richtig an? 1,13 Meter. Wunderschöner Fisch. War auch super gehakt, muss ich sagen. Viele, viele von euch haben mich gefragt, ja, kannst du nicht mal einen Fisch wiegen? Manche sagen, die haben einen Meter gefangen, der wog 15 Kilo und der wog so und so viel und so und so viel. Wobei ich gleich dazu sagen möchte, das ist jetzt nicht der massivste Fisch, aber so hat man dann zumindest einen Anhaltspunkt beim 1,13 Meter. Wiegt die Schlinge jetzt mit und zieht das Gewicht der Schlinge nachher ab. Mit Schlinge 10,6 Kilo. Als erstes gehen wir hier mal von den Steinen weg. Ihr seht, ich bin gerade beim Keschern auch ziemlich weit reingelaufen, dass der Fisch nicht auf den Steinen rumschlägt. Als erstes lassen wir ihn sich mal umdrehen. Orientierung hat er. Und dann ist immer erstaunlich, wie klein die im Wasser aussehen. Dem geht super. Klasse Fisch, vielen Dank. Bis irgendwann mal, wenn du die 1,20 Meter geknackt hast, sehen wir uns wieder. Jetzt wiegen wir noch mal die Schlinge, was wir abziehen müssen. 2,1 Kilo wiegt die Schlinge. 10,5 könnt ihr euch ausrechnen, 8 Kilo. Ich weiß, in England werden viele 40 Pfund Fische gefangen. Das sind dann aber wirklich Monster, brachiale Monster. Mit so einem Rücken, Riesenmäulern, Brassenfresser, Forellenfresser. Aber die 15 Kilo Marke zu knacken, da bedarf es schon wirklich massive Fische. Und ich denke, unter 1,30 Meter ist das schwierig. So, das war die erste Folge. Ihr habt mich jetzt bei zwei Sessions begleitet. Ich hoffe, ihr konntet mit den Tipps was anfangen. Sind jetzt noch recht früh im Jahr. Was heißt früh? Ende Oktober, Anfang November. Aber die Kälte ist noch nicht da. Und dann wird es für uns interessant als Deadbaiter, weil wenn die Kunstköderangler nichts mehr fangen, dann sind wir die Leute,
die dann noch richtig abräumen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Film. Tightlines, bis zur nächsten Folge.